Hi Freunde und willkommen zu einer weiteren Pokémon Wi-Fi Battle hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute kämpfen wir gegen den guten Luke. Und ja, wir haben das Team wie vom letzten Mal noch dabei mit Dimitiros, Cesurio, der offensiven Power des Todes. Und wir kämpfen gegen Oha, Oha, Nidoking, Dragoran, Voltula, Glurak, Knuddeluff und Simsala. Okay, okay, okay. Ist es Voltula oder ist es die Vorentwicklung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Elektrospinne. Falls es Leute wieder besserhaft in die Kommentare schreiben wollen, können sie es natürlich gerne machen. Das ist ja nicht das Ding. So, wir sehen zwei Pokémon vom Typ Flug, das eklig ist. Wir haben leider keine Steine. Das ist sehr schade. Kann man natürlich auch auf dem Meteoro spielen. Machen wir aber leider nicht. Gut. Wir sehen einen Switch für Elektroattacken. Wir sehen ein Feen-Pokémon für einen Switch für Drachenattacken, die wir nicht dabei haben. Wir sehen Cesurio, was ready to go ist. Er fängt höchstwahrscheinlich an mit seinem Voltula. Mit dem Focus Sash. Das ist sehr, sehr ekelig. Sehr, sehr ekelig. Von daher fange ich mit einem Pokémon an, was das Ding auch easy rausnehmen kann und wird. Das ist Voltenso. Von daher Mega Voltenso. Flammenwurf ready to go. Wir haben zur Not die Eisattacken für Dragoran. Wir haben zur Not Elektroattacken. Und das hört sich doch vernünftig an! So, Luke, zeig mir, was du drauf hast. Ich habe ultra Bock auf Wiper Bells, Leute. Das machen wir jetzt auch. Luke will gegen dich kämpfen oder mit dir kämpfen, wie auch immer. Den Lead perfekt predicted. Was will man auch anderes machen? Wenn man Voltula spielt, dann spielt man Voltula. First to go und Ende Gelände. So, das Klebenetz. Was anderes kann man nicht machen. Gehen für den Flammenwurf. Abfahrt. Oh, ich hasse Klebenetz. Ich hasse Klebenetz. Aber man kann nichts gegen. Man kann dagegen nichts machen. Wenn es ein Sash trägt, dann trägt es ein Sash. Ich kann ihn mit Rohr raus, das ist nicht so wichtig, aber ey. Klebenetz. Kommt. Das Ding ist jetzt aber, wenn ich mich nicht gemegert hätte. Wer Klebenetz ist dann trotzdem durchgekommen? Das möchte ich mal ganz gern wissen, Guys. Dann könnt ihr mich schon wieder anprangern. Zero, du misplaced immer des Todes. Ja, Guys. Tut leid. Wir nehmen das Ding safe raus mit... Er braucht es eh nicht mehr, von daher alles easy. Wir nehmen einfach mal die Kraftreserve und go. Tiefschlag kommt hinterher. Kannst ruhig machen. Das ist nicht das Ding. So. Wollten... So. Weil das Ding ist einfach, wenn ich jetzt auf normal Voltenso geblieben wäre, ob Klebenetz da durchgekommen wäre oder nicht, das würde ich halt ganz gern wissen. Blitzfänger heißt die Fähigkeit, so. Spotlight, nein, 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 nein. Außerhalb der Kampf von Mystery Dungeon, nein, das will ich gar nicht wissen. Ich will nur wissen. Elektroattacken an. Absorbiert Elektroattacken und steigert den Spezialangriff. Ja. Okay. So ist Donnerwelle nicht in Lage, Pokémon zu paralysieren und ein Pokémon kann nicht mit Voltwechsel. Okay. Also steht das nicht wirklich komplett. Ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben. Ob das so ist oder halt nicht. Ja, es kommt höchstwahrscheinlich eine Bodenattacke, aber ich will mal den Meteoros jetzt nicht reinwerfen, um dann eine Schlammbombe oder sowas zu kassieren. Setzen wir einfach mal, also eine Schlammbohre oder sonst was. Er wird nicht für Donnerblitz gehen, er wird ja, für die Erdkräfte gehen, wird Cesurio auch doof. Wir gehen für Relaxo rein, der das einfach tankt und gut. Mehr können wir nicht machen. Ne, aber es würde mich mal interessieren jetzt, ob ich jetzt extrem gemisplayed habe, deswegen. Deswegen, das würde mich ja jetzt schon ärgern. Das schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob das geht oder nicht. Es kommen die Erdkräfte safe. Okay, also mit dem Meteoros höchstwahrscheinlich doch der richtige Play gewesen. Aber egal, wir spielen sicher. Ich habe keinen Bock, Schaden auf dem Ding zu bekommen. Ist mein gechoicedes Pokémon, was ultra viel Damage raushaut und go. Hast du ein Stahl-Gestein-Pokémon dabei? Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Kannst auch, obwohl gerade spezieller nicht, wusste mich nicht da. Deswegen nehmen wir einfach mal, für Body Slam. Wir gehen einfach mal für Body Slam, ja. Schlammwoge kommt. Vielleicht kriegt er auch die Poison, wenn er ganz viel Glück hat. Wir machen relativ gut Damage. Überleben wir noch eine Schlammwoge? Ich denke nicht. Was
relativ sad ist. Das Nidoking ist heftig angekratzt. Wir können für die Erholung gehen, aber es bringt uns eh nichts. Ich finde Relaxo richtig unnötig fast. Wir haben jetzt hier keine Geistattacken und sonstiges dabei. Es ist ein heftiger Tank, aber er ist jetzt heftig angeknackst halt. Und ich überlebe leider keinen Angriff mehr. Ich gehe mal für die Erholung, falls wir einen Angriff überleben sollten. Was ich nicht glaube. Oder mit ganz viel Glück vielleicht. Nee. Ist auch in Ordnung. Das Ding ist hart angeknackt. Ich kann auch Sangana. Nee, Sangana bist nicht. Warte mal, das Ding ist auch nicht gechoiced, wie wir gesehen haben. Das Ding ist nicht live. Oh, was ist das Ding für ein Set, ey? Es ist nicht gechoiced, das heißt, wir outspeeden den Jungen. Töte ich den. Nein, es gibt keinen Stab. Prostedia sollte den Jungen jetzt eigentlich töten. Wir sind Maximum in it, ne? Wir sind Maximum in it. Wir töten das Ding locker easy jetzt, ey. Und er hat keinen richtigen Switch auch gerade am Start dafür für Prostedia. Ach, fuck. Klebenetz. Voll verplant, Zero. Aber egal, wir sind Fokusgurt, das heißt, selbst dann nehme ich ihn noch raus mit dem Eisstrahl. Jetzt kommt der Feuersturm. Ja, ist auch. Ist okay, Freundin, den hängen wir like Goose. Das ist so ekelig einfach, ey, mit dem scheiß Klebenetz, ey. Also, wenn ich kein Spinner-Pokémon dabei habe, bin ich echt am Arsch dann. Gut, das Ding ist down. Das heißt, sein Coverage-Pokémon ist tot. Er hat keine spezifischen Moves mehr, um mir auf den Sack zu gehen. Sein Boden-Pokémon ist dadurch auch kaputt gegangen. Richtig, hat er noch eins? Nee, hat er nicht, oder? Nee, hat er nicht. Okay. Dann gucken wir einfach mal, was der gute Typ jetzt hier vorhat. Glurak, Glurak outspeedet uns. Glurak nimmt uns ganz einfach raus, falls er jetzt für ein... wir können ja versuchen, mit einem Verhöhner was zu machen. Hat er Pokémon, was potenziell Zash hat? Leider nicht. Obwohl, nee, leider nicht. Ich kann auf Verhöhner gehen. Das bringt mir nichts. Ich kann auch einfach einen Abgangspunkt gehen und gut. Ich meine, wer outspeedet den Jungen nicht? Nee, wer outspeedet den Jungen? Er geht nicht in die Mega-Entwicklung. What? Digga, was hast du vor? Was hast du vor? What? Life Orb Glurak? Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, wir sind ready to go jetzt, ne? Wenn er erst alles treffen sollte, sind wir... wird das ein Demeteros-Sweep jetzt, Leute. Luke, was denkst du dir dabei? Er geht raus, selbst wenn er Dragoran einsetzt. Voll in Ordnung. Knuddeluff, wie viel Damage haben wir da raus auf einer Steinkante? Soll trotzdem krasser Damage sein. Aber wir treffen nicht. Und wir missen die Steinkante instant. Nice, wir gehen auf Zesurio raus. Bam. Klebenetz. Ja, ist in Ordnung. Mach gut. Siegeswille. Das hört sich doch gut an. Eisstrahl. Wow. Das ist krass für den Demeteros jetzt. Und es ist eben live auf Knuddeluft. Digga, was tust du da für Sets? Wir sind plus zwei. Jetzt wird einfach gegrillt, ey. Jetzt wird gegrillt. Ruf zurück. Ruf dein Glurak ruhig rein. Ein Tiefschlag wird trotzdem Aua machen gleich. Verliert einige KP, steht da. Einige ist gut. Wir gehen auf den Tiefschlag. Nimm ihn raus. Bam. Goodbye, Glurak. Goodbye. Willst du sonst noch irgendwas sagen, Junge? Dragoran. Dragoran ist natürlich ein anderes Kaliber. Was kann Dragoran großartig gegen mich machen? Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was der Typ macht. Ich mache gerne mal einen Tiefschlag. Und er geht für Drachentanz. Okay. Dann geh für deinen Drachentanz, Junge. Dann geh für deinen Drachentanz. Den tanken wir, den Hit.
So, was trägst du? Auch ein Live-Orb? Schwächenschutz. Okay. Selbst mit Tiefschlag hätte ich nicht ausspielen können, von daher voll in Ordnung. Aber großartig sweepen sollte er mich nicht können. Turbo-Tempo macht nicht genug Damage auf den Meteoros. Und wir sind Scarf und das Klebenetz beeinträchtigt uns dann auch nicht. Er hat jetzt nur noch Simsala. Muss aussehen, welchen Move ich mache. Ich kann auch einfach ganz klar hier füllen. Ah, wie heißt der Move noch? Kehrtwende gehen. Ja, das wäre eigentlich das Schlauste fast. Wir gehen für die Kehrtwende. Das Ding ist, das Dragoran ist dann down. Wir haben dann zwar, beziehungsweise er kann dann zwar gucken, was wir machen, aber er hat nur noch zwei Pokémon. Das ist Simsala und Knuddeluff. Und das ist jetzt auch nicht so übertrieben heftig. Wir gehen auf jeden Fall Voltenso, Sanganabis. Ich würde schon fast Sanganabis sagen. Erstmal die Drecksarbeit erledigen. Wir können Hausbruch machen. Aber wir haben Schlurkraut. Das heißt, erstmal beeinträchtigt uns das Klebenetz nicht. Von daher ist da wieder alles in Ordnung. Ja, unser Team hat eigentlich gute Effekte, sage ich mal, gegen das Klebenetz. Wir haben das Schlotkraut, wir haben den Siegeswillen, wir haben ein Pokémon, was schwebt. Das ist schon alles ziemlich nice. Wir gehen für einen Hausbruch. Hoffen mal, dass das alles funktioniert. Da sonst nicht One-Hitted, aber es ist ein Knuddeluff, Alter. Das hat es nicht so krass schäftig stark. Es ist speziell Mondschein vielleicht oder sowas kommt jetzt. Ich glaube nicht, dass das jetzt so krass wird hier. Jetzt kommt der Donnerblitz. Okay, tanken wir ein. Shit! Wie gesagt, Guys, ich habe keine Ahnung, was Knuddeluff kann, wie man Knuddeluff spielt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das sowas macht. Deswegen. Wenn ich es gewusst hätte, dann wäre natürlich ganz cool, aber es spielt auch Eisstreif und da gehen wir auf Voltenso. Klebenetz, alles easy. Bedroher bringt uns nicht wirklich was, aber okay. Unbeugsamkeit, what? What? Ich glaube, wir haben gerade unseren Fate besiegelt hier, ey. Ich glaube, das war's so ziemlich gerade mit uns. Außer wir nehmen das Ding jetzt One-Hit raus. Aber denke ich. Ja, doch! Wir killen ihn! Wow! Voltenso, du Biest! Voltenso, du Biest. Und der Denker. Wenn ich mir sein Team angucke, ganz klar, Leute, er ist jetzt kein heftiger Pro oder so gewesen, das ist mir natürlich bewusst. Ob spielen wir den? Eigentlich ja, oder? Simsala nicht. Vielleicht kommt jetzt der Uri Geller des Todes-Move nochmal, den er jetzt auspackt, aber ich gehe mal nicht davon stark aus. Er hat Fährte. Das heißt, er ist Bedroher. Aber wir greifen ja speziell an. Da ist das easy Spukball. Er greift erst an, nimmt uns raus. One-Shot. Nee, eigentlich nicht. Und tankt der Junge was? Ich glaube nicht, das ist ein Simsala. Er tankt noch mehr, als ich dachte. Okay. Psy-Shock, das nimmt uns raus. Wir sind gescarft. Wir töten den Jungen dann eiskalt. Das war's dann auch. Ja, wie gesagt, er hat jetzt nicht so die krassen Pokémon dabei gehabt, aber er hat relativ gut gespielt. Glurak, Live-Hop war jetzt ein bisschen merkwürdig. Einfach sehr merkwürdig. Aber hey, ist in Ordnung. Gehen wir für die Catwinner. Geht er für die Catwinner? Das war's. Ja, gut, Guys, das war's für heute im Battle. Gehen den guten Luke. Falls ihr gegen mich kämpfen wollt, guckt in die Beschreibung und. Ich werde zum nächsten Kampf ein neues Team benutzen. Und zwar ein Johto-Team. Freut euch sehr drauf. Wenn ihr euch freut, drückt auf jeden Fall den Like-Button, schreibt einen Kommentar. Wie ist das nächste Mal wieder? Haut rein, bis nächstes Mal. Und ciao, Guys!